Jo Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ihr wundert euch jetzt bestimmt, was ich hier mache. Ich sitze auf dem Boden, vor mir mein Bike, denn ich habe für euch sehr, sehr geile Nachrichten, beziehungsweise auch für mich. Heute entspannter Vlog, vielleicht werde ich auch nur hier sitzen bleiben, keine Ahnung. Protektorenjacke ist am Start, natürlich keine richtige Hose, keine Motorradhose. Ist aber jetzt gar nicht das Thema, sondern da hinten ist Fahrschule, auch nice. Wie soll ich anfangen? Ich habe es, glaube ich, im Titel auch schon reingeschrieben. Ich habe meine erste Zusammenarbeit mit einer Firma, beziehungsweise fangen wir mal von vorne an. Also, ich habe ja gerade Urlaub, eine Woche. Ich war ganz normal daheim, ganz gechillt, habe gefrühstückt, interessiert auch gar keinen. Auf einmal habe ich eine E-Mail bekommen von einer Firma. Die haben mir geschrieben, ob ich denn Lust hätte, mit denen eine Zusammenarbeit zu starten, in Anführungsstrichen. Ihr wisst ja, auf meinem Kanal geht es ja um Musik, um sowas, um Motorräder, um Motovlogs, obwohl zurzeit echt gerade sehr wenig Motovlogs kommen. Ja, das heißt, ich habe meine erste Zusammenarbeit mit einer Firma und ohne Scheiß, Leute, damit hätte ich niemals gerechnet, dass es irgendwann mal auf mich zukommen würde oder dass ich es schaffe, eine Firma auf mich aufmerksam zu machen, die mit mir zusammenarbeiten wollen. Was es genau ist, wird die Tage kommen, beziehungsweise morgen werde ich das Paket schon erhalten. Das heißt, ich werde dann auch die Tage gleich das Review drehen. Das ist die einzige Voraussetzung, die sie mir gesagt haben, was ich machen soll. Sie geben mir den Artikel und ich muss dafür ein Video produzieren, vielleicht noch einen Post raushauen. Aber wie gesagt, dazu kommt ein separates Video. Apropos Leute, das muss ich euch noch zeigen. Schaut euch mal dieses Schätzchen an. Es sieht so geil aus. Also hier habe ich am Video gedreht über die Hebel bzw. die Handbügel. Richtig, richtig geil. Hier hatte ich nur ein paar Probleme, dass ich es nicht festbekommen habe. Habe ich aber jetzt geregelt. Und jetzt kommt das Schönste von allen. Ah, hier. Mein Instagram-Logo. Ist das nicht geil? Eigentlich habe ich sie geputzt, aber ist schon wieder schön dreckig. Zurück zum Thema. Also wie gesagt, erste Zusammenarbeit kommt. Morgen erhalte ich das Paket. Also haben sie zumindest gesagt, dass sie es morgen bekommen. Ich bin echt immer noch sprachlos. Ich finde es so geil, dass ich es geschafft habe mit dem Content, was ich auf YouTube bringe, dass ich eine Firma aufmerksam gemacht habe, die mit mir zusammenarbeiten will. Und es hat was mit Musik zu tun. So viel kann ich schon mal sagen. Es wird interessant. Es wird cool. Und ja, ich schaue mal, wie ich das Video dann drehen werde, weil wie gesagt, das ist meine erste Zusammenarbeit. Sie haben auch zu mir gesagt, ich werde nicht dafür bezahlt, dass ich irgendeine gelogene Meinung sage, sondern ich soll meine persönliche Meinung sagen, wie ich das Produkt finde, halte ich davon was, würde ich das weiterempfehlen und so weiter. Ich werde es auf jeden Fall testen für euch. Das Coole daran ist, ich darf es sogar behalten und das finde ich mega, mega geil und es bringt mir auch so viel. Und vielleicht würde in Zukunft noch mehrere solche Projekte anstehen. Und ich dachte, ich verbinde das einfach hier mit so einem kleinen Motovlog, obwohl ich jetzt hier einfach nur die ganze Zeit um mein Bike rumlaufe. Ja, mit einem Helm auf dem Kopf. Und die Leute denken sich echt, ich bin behindert. So Leute, also Thema Nummer 2. Ja, ich habe es in meinem letzten Video angekündigt. Was heißt angekündigt? Euch gesagt, ich werde jetzt jeden Sonntag streamen. Das fällt leider in die Hose, denn ich habe erstens Sonntag überhaupt nicht gestreamt. War mir auch irgendwie klar, dass ich es wieder zeitlich nicht schaffe. Zweitens habe ich festgestellt, also ich habe gestern versucht, oh geil, zu streamen. Bloß mein PC, der leider in die alten Jahre schon gekommen ist, das Ganze nicht mehr packt. Das Einzige, was ich machen kann, ist mit euch labern. Aber dafür brauche ich nicht streamen, weil ich wollte eigentlich mit euch zocken. Das heißt, ganz normaler Twitch-Stream. YouTube kann ich ja noch nicht, aber bald wieder, weil die Sperre jetzt bald aufgehoben ist. Das waren ja, glaube ich, 90 Tage oder so. Ja, mein PC schafft es leider nicht, deswegen wird es erstmal flach liegen, beziehungsweise ich werde es nicht machen, weil das ist Schwachsinn. Wenn ich durchgehend Lags habe und der gerade seinen Müll weggeschmissen. Wie assi ist das denn bitte? Ich habe keine Lust, euch einen schlechten Stream anzutun, deswegen wird es erstmal flach liegen. Vielleicht kommt bald ein neuer PC, keine Ahnung, oder ich rüste meinen alten PC auf. Thema Nummer 50. Oder wo sind wir? Bei 3? Bei 3, genau. Ja,
Ihr wisst oder viele wissen ja mittlerweile, dass ich die Woche Urlaub habe. Und ich habe auch in meinem letzten Video angekündigt, hier Daily Vlogs zu bringen. Und wer hat es nicht geschafft, Daily Vlogs zu bringen? Richtig, ich. Ich habe es mir schon fast gedacht, dass ich es wieder nicht schaffen werde. Ich hatte wieder so viele andere Termine. Deswegen werde ich ab jetzt keine großen Versprechungen mehr machen. Ich werde einfach ganz normale Videos drehen, dann hochladen, wenn ich sage, es passt, das Video ist fertig geschnitten, Qualität stimmt, Content stimmt, beziehungsweise Thema stimmt und fertig. Also da gibt es jetzt auch nicht mehr zu reden. Ich weiß, ich habe es groß angekündigt, hier Daily Vlogs und so weiter, aber ich habe selber festgestellt, ich schaff's nicht, ich habe so viel anderes Zeug zu tun, obwohl ich Urlaub habe. Und genau, ich hole mir mal kurz einen Red Bull und dann melde ich mich nochmal. So, Energie getankt. Bull war richtig nice. So, Leute, jetzt nochmal kurz zurück zum Thema Zusammenarbeit mit der Firma. Was mache ich denn überhaupt? Also ich will es nochmal klarstellen, ich bekomme ein Produkt. Dieses Produkt werde ich testen. Ist auch meine erste Zusammenarbeit mit einer Firma. Hat was mit Musik zu tun, mehr erfahrt ihr dann in dem Product Placement Video. Ich hätte halt nie gedacht, Leute, dass ich das jemals irgendwie schaffen werde. Aber wenn man für seine Träume kämpft, dann erreicht man das auch. Und ich hätte halt auch selber nie gedacht, dass ich irgendwann mal mit einer Firma zusammenarbeite, geschweige denn mal Geld mit YouTube verdienen. Das war immer ja in den Sternen gestanden bei mir. Aber es hat geklappt. Ich kann davon zwar noch nicht leben, aber vielleicht klappt es auch irgendwann mal. Und das ist so mein Ziel, einfach mit dem Geld zu verdienen, was ich gerne mag oder gerne mache. Und zwar Vlogs, Videos, YouTube generell. Ja, ich bin echt gespannt, wie das sein wird, wie das Video bei euch ankommt. Ihr könnt mir dann auch gerne eure Meinung drunter schreiben, was ihr davon haltet. Ich bin einfach mega glücklich zur Zeit, wie es abläuft. Ich hätte halt, wie gesagt, nie damit gerechnet, dass ich das jemals erreichen werde. Es hat geklappt und da ist auf jeden Fall noch Potenzial und Luft nach oben. Und dafür werde ich auch weiterkämpfen, weitermachen, weitere Vlogs produzieren. Apropos Vlogs, ich habe ja vorhin gesagt, ich werde nicht irgendwas ankündigen, was ich da nicht halten kann, wie zum Beispiel Daily Vlogs. Ich werde aber die Woche noch ein Mastering-Tutorial raushauen, weil ich einfach merke, es gibt so viele Leute, die das interessiert, wie das funktioniert und so weiter. Ich bekomme fast keine Luft hier im Helm. Es ist so fucking warm. Dann werde ich auf jeden Fall noch ein Video über Auflegen, also über über meinen Controller was machen, denn ich habe da eine ziemlich nice Idee, was ich da drehen könnte. Das wird vielleicht auch noch die Woche kommen. Und Motovlogs werden jetzt leider nicht mehr so viele kommen, weil jetzt kommt langsam der Herbst und das Wetter passt dann nicht mehr so. Und wenn es zu kalt ist, fahre ich auch nicht mehr, ganz ehrlich. Deswegen werden halt dann wieder Tutorials oder irgendwas anders kommen. Ich werde mich jetzt auf den Heimweg begeben, werde dieses Video schneiden. Bin gespannt auf eure Kommentare, was ihr dazu sagt mit der Zusammenarbeit. Findet ihr das cool? Findet ihr das nicht so cool? Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Abonniert meinen Kanal und dann sehen wir uns zum nächsten Video. Haut rein. Bis dann. Ciao.